Alola, liebe Zuschauerinnen und Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich bin Exido und präsentiere das folgende Let's Play zu Pokémon Mond. Es ist endlich bei mir angekommen. Ha, es ist so schön. Und ich mache ja sonst keine Unboxing-Videos. Also mache ich jetzt auch keins. So, und ja, ich möchte eigentlich hier an dieser Stelle bloß einen kurzen Überblick geben, was wird euch bei dem Let's Play erwarten und warum solltet ihr es einschalten und vor allem, warum solltet ihr es lieber nicht einschalten? Also, dieses Let's Play ist nicht geeignet für alle Zuschauer unter 5 Meter. Keine Ahnung. Also erstmal, ich werde nicht alleine spielen. Naja, ich werde schon alleine spielen, aber ich habe einen Mitkommentator, der wirklich sehr fähig ist. Oh. Tschüss, ich mach Pause. Wir machen zusammen wirklich tolle Synchronisationen der Charaktere oder eher Vertonungen, weil wir lesen ja den ganzen Text und sowas. Wirklich eine breit gefächerte Masse an verschiedenen Stimmen für verschiedene Charaktere. So, Hildegard, Zeit zurückzugehen. Ich begleite dich noch bis nach Hause. Lilly, du kommst am besten auch mit. Oh, du aufgeblasener Typ, was fällt dir ein, uns zu ignorieren, ja? Den machen wir platt. Dem wird ein richtig fetter Schädel brummen. Wo Dominus zu deinem Brief bei sich aus dem Volk, das geschrieben steht. Deine Mutter scheint sich ja darüber zu freuen, dass du ein Pokémon bekommst. Es wird humorvoll, größtenteils schwarzer Humor. Oh, ein Trainer auf Inselwanderschaft. Du kommst wie gerufen. Ach, das muss ja behindert sein. Komm mal mit, das ist gerade dein Captain hier. Und sehr politisch unkorrekt. Hey du, hast du Lust auf einen Pokémon-Kampf? Der ist schwarz, der redet nicht so. Hey du. Ist Oh. das rassistisch? Nee, gar nicht. Okay, ich hab's wieder. Ja, aber wie soll ich ihn denn? Oder willst du ihn sprechen, wenn du es besser kannst? Hey, ganz ehrlich, das. Nein, 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 nein. Sowas können wir nicht machen. Nein. Das war noch schlimmer als deins. Wir haben wirklich erstaunliche Fakten über Pokémon. Ich gehe als nächstes zum Diktatunnel. Das ist eine Höhle, die von Pokémon gegraben wurde. Ach, echt jetzt? Wollen wir vielleicht in den Diktatunnel jetzt? Ja, ich würde sagen in den Diktatunnel. Ey, da, wir sind im Diktatunnel. Wurde der von Dicta gegraben? Es sind, glaube ich, nur noch, naja, so 8 Minuten. Warte mal. Warum stehen da Schubkarren? Ich glaube nicht, dass Dicta Schubkarren benutzen. Und als Highlight gibt es Pokémon School Musical. Eine Folge, die fast komplett besungen worden ist. 3,14159265358979332834624633832. Ich habe mir da irgendwann meine Melodie Und drauf du gedichtet. wunderst dich, warum niemand im Jugendalter mit dir spielen wollt. Soll mir Wieso? deine Pokémon wieder fit machen? Ich nehme sie kurz an mich und steck Sie in den Rachen. Und wozu ich jetzt leider nicht Material zeigen kann, weil es einfach noch nicht da ist, hoffentlich auch einen Rap-Song im Verlauf. Also, damit wisst ihr schon mal, worum es in diesem Let's Play gehen wird und wie es aussehen wird. Und es ist auf jeden Fall sehr klasse. Also deswegen schaltet ein, tut's euch an. Jo, und man sieht sich. Alola. Es wird Humor, hu, 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 Homer voll. Juhu! Es wird Homer voll. Juhu!